liebe Zuschauer, ich sitze wieder bei The Witch of Fern Island, die Hexe der Farreninsel, wie ich jetzt gelernt habe. Das heißt ja nicht Fern, sondern Farren. Ja, alte Krähe sitzen oder Möwe, wie man sie auch nennt. So, wir machen mal weiter als Rosalinda, obwohl wir gar nicht so heißen im Spiel, aber ist ja wurscht. Warum muss ich mir einen Namen geben, wenn ich gar nicht so heiße, aber okay. So, wir haben noch viel zu tun hier natürlich. Wir sind an einem Spiel, wo man viel zu tun hat. Auf der anderen Seite, ja, ist es trotzdem irgendwie cozy. Wir müssen uns da nicht beeilen oder verrückt machen. Gibt noch sehr viel zu erkunden. Also die Insel ist echt groß. Das finde ich ja schon mal ganz spannend. Ich erkunde gern was. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Axtmörderin, aber das gibt sich. Aber eigentlich ist es ja auch ein Kotelett, wenn ich das richtig verstanden habe. So, zumindest haben wir hier eine Funzel. Wir möchten hier, die Bude muss auch irgendwann mal aufgeräumt werden. Bin mal gespannt, wann wir dazu mal kommen. Aber Moment, wenn wir rausgehen, wir machen das Licht aus. Sind ja nicht wie in Amerika hier. So, denkt sogar ein Bild. Okay. Wunderbar, unser schöner Garten wartet schon auf uns. Ja, das sieht nicht schön aus. Aber okay, hier müssen wir noch ganz viel tun. Das Zeug hier wächst auch noch nicht so, wie es soll. Ach, das ist immer so mühsam mit diesen Pflanzen. Wo wächst gefälligst? So, gießen. Immer muss ich, in sämtlichen Spielen muss ich immer Blumen gießen. Ich weiß nicht warum. Und angeln. Es ist nicht genug Wasser in der Gießkanne. Ja, okay. Wenn ich irgendwo mal einen Brunnen? Nach da hinten. Der ist kaputt, ne? Ich frage mich, ob das jemand in der Stadt reparieren kann. Ja, vermutlich. Aber das kostet ziemlich viel. Dann müssen wir mal irgendwo einen See. Aber wir haben noch da drüben ein Flüsschen. Ups. Hallo Kätzchen. Was das wohl für Dinger sind? Wenn wir irgendwann erfahren. Oh, hier sind die Bienen wieder. Jetzt habe ich es erkannt, da hängt ja auch ein Bienenstock. Ja, 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 okay. So, kann ich hier schwimmen gehen eigentlich? So, natürlich geht das beim Schwimmen. Wird schon oft gemacht. Zu Hause. Gut, dann können wir jetzt hier diese garstigen Blumen mal ein bisschen gießen. So, wachs gefälligst. Man muss sie auch immer wieder ein bisschen motivieren. So. Zeit, dass wir hier einen Gartenschlauch mal kriegen. Weiß auch gar nicht, was ich jetzt gegossen habe. Sieht alles gleich aus, leider. Ein bisschen. Hier fehlt so ein optischer Indikator, ob man jetzt gegossen hat oder nicht. Ja, man kann zwar hier jedes einzelne Feld anklicken, das war irgendwann auch ein bisschen mühsam, wenn man jetzt ein größeres Feld hat. So, dann haben wir das schon mal. Sonst, ja, wir könnten vielleicht noch ein kleines bisschen essen, aber es sieht eigentlich okay aus. So, was haben wir hier noch? Ja, Inventar ist mal wieder kein Platz. Ist klar. Ja, da haben wir noch mal ein paar Blümchen. Das Holz, und wenn das Holz braucht, ich für irgendwas. Das muss ich mitnehmen. Ah, die Stöckchen hier, die brauche ich auch. Ich glaube, wir müssen das in diesen Topf schmeißen. Die können wir mal wegtun. Diese Federn da. Ah ja, ich war jetzt auch beim Arzt und da habe ich so eine komische Frucht gekriegt. Astra-Obst. Ziemlich viel wert. Das ist eine magische Frucht aus Astra, was immer das ist, die den Körper dauerhaft umwandeln und seine Fähigkeit, Energie zu speichern, verbessern kann. Damit wir halt, ne, wir waren ja so ein bisschen schlapp, kann ich die verwenden. Ah, wir haben jetzt 10 Energiepunkte mehr bekommen dadurch. Ah, Entschuldigung. Ja, das ist schon mal praktisch. Energie haben wir ja immer viel zu wenig an diesen Spielen am Anfang, weiß gar nicht warum. Ich finde das eher ätzend, dass man das so macht. Okay, so, das. Dann können wir jetzt diesen magischen Kessel ja mit diesem Holz füttern. Also ja. Ich frage, wie geht das? Oh! Automatisch. Hui! Lecker! Bär, Bär, Bär! Okay, das sagt meine Mikrowelle nie. Lieber Dahl, wer bist du? Ich erkenne dich nicht wieder. Wo ist Dahlia? Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe sie gegessen. Mein Gott, wer ist Dahlia? Dahlia ist die Besitzerin dieses Hauses. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich ihre Anwesenheit nicht mehr spüren? Ja, das ist also... Puh. Vielleicht können wir noch einmal ganz von vorne anfangen. Wer steht denn da vor mir? Mein Name ist Ebril, obwohl ich eigentlich ganz anders heiße. Ich bin eine Hexe. Das ist ein toller Auftritt. Entschuldigung, ich bin keine Schauspielerin. Ich hingegen, ich habe lange Zeit geschlafen. Ich fühle mich unruhig. Kannst du mir mehr dazu sagen? Unruhiger Kessel, okay? Wir werden später darüber reden. Jetzt muss ich mich erstmal wiederholen. Ich sag nur so viel. Je mehr wir hier zusammenarbeiten, junge Hexe, desto besser wird es zwischen uns werden. Okay, Herr Topf. Mhm.
Wenn du meine Fähigkeit in Anspruch nehmen möchtest, wähle ein dir bekanntes Rezept aus, gib die richtigen Zutaten rein und lass mich den Rest erledigen. Du hast eh keine Ahnung vom Kochen. Sehe ich jetzt schon. Du musst wissen, dass du nicht jedes Mal anwesend sein musst, wenn du Stoff brauchst. Oh, hier können wir Stoff machen. Nun, jetzt wird's interessant. Breaking Bad Witch, okay? Du kannst eine Notiz hinterlassen, der du mitteilst, dass ich während deiner Abwesenheit zu erledigen habe und die Sachen sind bereit, wenn du nach Hause kommst. Okay, so wie mit dem Ehemann. Wir werden bestimmt miteinander auskommen. April, wie immer du heißt, hilf mir und ich werde dir helfen. Danke, Topf. Ich verspreche mich, um dich zu kümmern und gemeinsam werden wir Antworten auf deine Fragen über Dahlia, wie auch immer sie heißt, finden. Ist sie nicht Dahlia? So, ja. Ihr Name ist Dahlia. Mein Gott, man sieht sich, April. Okay. Ja, ja. Okay, Zaubertränke im Kessel brauen. Nachdem du auf den Kessel geklickt hast, wähle ein Rezept aus dem Menü. Wenn wir eins hätten, ziehe die Zutaten in den gegebenen Stellen und dann klick auf die Pfeiltaste, um das automatisch zu tun. Der Kessel benötigt für jeden Trank ein Stück Holz. Klar, dann muss dann angefeuert werden. Bevor du mit dem Brauen beginnst, ziehe das gewählte Holz in die Feuerstelle, um es anzuzünden. Klick auf das Brausymbol, um mit der Herstellung des Tranks zu beginnen. Zaubertrank, Warteschlange. Jetzt gehen wir weg hier. Weg. Und wir können auch mehrere Sachen dann machen. Der Kessel arbeitet selbstständig entsprechend der Warteschlange der geplanten Tränke, einschließlich der Zeit durch die Nacht. Aha, seine Größe kann durch Upgrades erhöht werden. Unterhalb der Warteschlange befindet sich eine Liste der bereits gebrauten Tränke, die eingesammelt und dem Inventar hinzugefügt werden können. Okay, das können wir auch aus Viehfarmen. Die können jederzeit eingesammelt werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie verloren gehen. Ja, die bleiben dann da. Okay. Lalalala. Sie ist ja irgendwie total motiviert heute Morgen. So, Kessel. Oh, Kessel, was können wir brauen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Achso, wir können Komposter bauen. So, was gibt's denn hier? Wir können so einen Trank machen, Schnelligkeitstrank. Dann haben wir den Pflanzenerweckungstrank. Roter Farbstoff, blauer Farbstoff. Und wir haben nichts davon. Hier brauchen wir Fliegenpilze und rote Beete. Und hier brauchen wir Kraut und Indigo-Reizker. Pilze, Zeug. Pflanzenerweckungstrank. Bauerntrank. Den soll ich, glaube ich, brauen für diese... Eine Urschel da in der Stadt, da brauche ich Honig, Lehm und Morcheln. Morcheln. Lehm habe ich, Morcheln. Könnte sein. Honig müssten wir uns vielleicht besorgen, aber dann machen uns die Bienen gar aus, vermute ich. Und wir haben jetzt keine Waffen, außer hier unser Kotelett hier. Ja, mal gucken. Was haben wir hier? Lehm haben wir auf jeden Fall. Ah, hier mal Morcheln. Oder eine Morchel. Ja, viele Morcheln, also in Mehrzahl ist es jetzt nicht. Gut. Kerzen, kann man die eigentlich hier irgendwo auch hinstellen? Soll ich vielleicht in die Schnellleiste legen hier oder so? Dass mal ein Licht aufgeht. Nee, anscheinend geht das nicht. Brauche ich hier die Zwiebelsamen? Nee. Aha, okay, die kann man anscheinend nicht da reinlegen. Gut. Samen für Zwiebeln. Und wir essen mal einen Waldeintopf. Yum, yum, yum. So, haben wir das auch. Dann haben wir auch voll Energie. Gut, Morcheln brauchen wir noch. Brauche ich da nur eine? Okay, ein Lehm und einmal Honig. Da müssen wir sehen, wie wir Honig hier kriegen. Ah ja, unseren Komposter kann ich ja jetzt bauen. So kann ich auch raus. So. Nee, nicht den Brustkorb, sondern... Das finde ich ein bisschen unnötig kompliziert. Wir haben hier das Ding, Komposter. So, jetzt können wir den Komposter bauen, oder? Genau. Wo muss man den jetzt hinstellen? Gibt es da einen speziellen Platz für? Ah, ich brauche Nägel dafür. Habe ich die nicht? Ah, ich habe keine Nägel im Inventar. Das ist ein bisschen doof. Schade, dass sie das nicht so machen, dass man... automatisch über das Inventar alle Kisten, die man hat, zugreifen kann. Das finde ich ein bisschen bequemer. Das habe ich eigentlich
In einigen anderen Spielen inzwischen auch und sollte eigentlich Standard sein, sowas. Das finde ich relativ nervig, dass man immer zu 1000 Truhen laufen muss. Und nur um dann irgendwo am Crafting-Tisch zu stehen und dann zu sehen, okay, das habe ich jetzt gerade nicht dabei. Da musst du wieder rumlaufen und suchen. Das ist immer ein bisschen mühsam. Das sind so Komfortsachen, die sich mittlerweile wirklich bewährt haben. Also die muss ich anscheinend so ein bisschen mehr hier. Ah, wir können ja direkt hier beim Feld auch aufbauen, warum nicht? Ist auch egal. So. Was mache ich mit dem Ding jetzt? Schmeiße ich ihn da rein? Wahrscheinlich Unkraut oder sowas. Dann sammeln wir mal ein bisschen was. So, hier ist auch noch das Grünzeug. Zack. So. Welches Rezept denn? Ich hab ja noch gar keins. Okay. Muss ich erst ans Kaufen oder was? Ein Düngerrezept. Also so einfach geht es also nicht. Man kann nicht einfach hier was reinschmeißen. Gut, dann müssen wir irgendwie mit dem Komposter noch irgendwas machen. Gut, die Pflanzen, die dauern auch noch ein bisschen. Okay, gut. Dann müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Missionchen, die wir machen müssen. Das mit dem Kessel haben wir jetzt geschafft. Das mit der Kristallkugel müssen wir noch machen. Und die Farbe herstellen. Okay. Bauernomelett, ja, können wir noch nicht machen. Diesen Trank können wir noch nicht machen. Wir brauchen Honig. Das können wir noch nicht machen. Das die Reparatur von Ställen. Ställe ist eigentlich ein Stand. Wieso Ställe eigentlich? Das ist auch eine komische Übersetzung. Naja, die Übersetzung ist noch ein bisschen etwas verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Gut, da müssen wir noch mal in die Stadt latschen dafür. Die Frage ist, wie komme ich an diesen Honig da dran, ne? Sind wir diese laufenden Radieschen? Was ist das hier? Könnte ich ihm eine Gabe geben? Dann kann ich morgen zurückkommen und hier was rausholen. Okay. Okay. Mäh. Mäh, mäh. So ein komischer Monsterhase. So, wie kriege ich da jetzt diese. Das Ding da weg. Ich habe Honig und ich habe Bienenstiche. Aua, aua, aua. So, lass mich in Ruhe. Dass ich dann direkt dieses Herzgeräusch habe, dann denke ich, ich bin gleich tot. Aber Gott. Ist ein bisschen übertrieben. Naja. Gut, jetzt haben wir Honig. Jetzt müssen wir nochmal diesen Rohkost oder so auftreiben. Mit diesem Brunnen los. Da brennt doch was. Normal hier? Das ist wie heidnische Rituale. Die Inkarnation von Takolu da. Was? Was ist das denn da hinten? Ist das eine Wolke? Nee. Sieht aus wie ein schwimmender Wal, ein fliegender Wal. What? Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hab noch nicht so oft da rumgeguckt, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Grafikeinstellungen, alles auf Maximum gemacht. Hier sieht der Himmel noch ein bisschen besser aus. Die Wolken sahen ja voraus, hätte einer durchgeschossen. Hinten fliegt das Ding rum. Aha, das ist ja krass. Diese Windmühle scheint auch kaputt zu sein. Muss ich auch vielleicht mal angucken. Okay, hier ist schon lange kein Unkraut mehr gejätet worden, wie es aussieht. Oh, was haben wir hier? Ritualsteine. Muss anscheinend irgendwas aktivieren. So ein Rätsel-Dingsbums hier wieder. Okay. Kommen wir nicht rein oder kommen wir mit unserer Axt tätig werden? Die Mühle kann ich selber benutzen hier, wenn ich die repariere. Ja, ist auch wieder sowas. Ja, vielleicht können wir das irgendwann lernen, was das ist hier. Jetzt hier noch gerade was rum.
Das ist der Leuchtturm und diese Ruine, da waren wir schon mal gewesen. Ja, hier ist der Strand. Okay. Oh, da kommt noch ein bisschen Treibholz sammeln hier. Sieht doch schon nett aus, würde ich nur sagen. Hier fliegt ein Krebs, oder was ist das? Durchs Gras. Okay. Ja, flieg ruhig weiter, mein kleiner Freund. Auch nicht so hoch. Kennt ihr das Lied? Was hier so rumflattert? Okay, so ein komischer fliegender Wal. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Okay, spannend. Was haben wir hier noch? Kann man diese Blümchen hier nicht einsammeln? Nee, okay. Was ist das hier? Eine Klette. Ja. So sieht die also aus. Unser Inventar ist voll. Ja, ist gut. Ich weiß, es ist eh immer voll. Was haben wir hier eigentlich? Was ist das hier? Das ist eine Art Höhle. Kann ich eigentlich... Kann ich kriechen? Hm. Kann ich hier irgendwie mich ducken? Eine Taste, dann könnte man da unten durch. Das scheint mir. Hm. So eine Art Höhle zu sein. Nee, leider gibt es keine. Keine Taste. Für Kriechen. Vielleicht müssen sie da auch in eine Katze verwandeln oder rein. Oder so. Keine Ahnung. Jetzt haben wir hier eine Leiter. Kann man die hochklettern? Wir probieren mal alles aus hier. Aha. Okay. Auch ein Weg, um in die Stadt zu kommen. Oder raus. Man weiß es ja nicht, wofür. Wir fliehen dann hier auf den Weg für genervte Anwohner oder sowas. Ist das nicht auch einer von diesen Göttern, die wir in dieser Vision gesehen haben? Die Inkarnation von Silia. Okay. Hm. Das scheint mir so eine Art Theater zu sein. Okay. Oh, da ist ja wieder das fliegende Ding. Okay. Was ist das denn? Hm. Hm. Spannend. Das, ich hoffe, das werden wir noch erfahren irgendwann. Ist hier noch jemand oder sind alle ausgestorben? Sind alle umgebracht in der Stadt? Also ich weiß nicht. Oder? Habe ich außer sie ein Ritual gemacht oder sowas? Nee. So. Oh. Der Boden scheint normal zu sein. Tag auch. Wie ist es so? Jetzt ist sicher schauen, wie klar und lebendig das Wasser hier ist. Ja, ja. Ich habe mich auch schon gefragt. Mhm. Ach, die Frau Ärztin, ja. So, wo war noch mit dieser Radagaste? Wie heißt der Typ? Auf die Karte gucken. Ah, ich glaube, da war gegenüber, ne? Krankenhaus, waren wir doch schon. Noch die hier. Ein Spaziergang durch die Inselsteppe. Nee, doch, Inselsteppe rückt die Dinge ins rechte Licht. Die offene Landschaft hat etwas sehr Beruhigendes. Ja, Steppe, also würde ich jetzt nicht sagen, aber okay. Mein soll ich den Tourist widersprechen? So gut, dann latschen wir mal hier rüber. Was ist das hier für ein Haus? So, jemand zu Hause. Oh, schade. Okay, kann man sich nicht anmelden. Hm. Was haben wir hier? Die Tür ist verschlossen. Okay, kann man durch die Hintertür rein? Kann mir alles ausrauben oder so. Wenn ich auch böse Hexe spielen, warum nicht? Und die ist alles nett und friedlich und alle lieben uns, alle sind so froh, dass sie hier sind. Von wegen, ich wollen mir auch böse sein. Wenn die nachts alle verfluchen, die Menschen hier. Nee, das bringt ja nichts. Okay. Ja, auch eine Möglichkeit. Gut. Dann eben nicht. Was ist das hier? Vogelhäuschen. Hm.
Das ist die andere Statue hier. Wie ist der Vogel nochmal? Botur. Okay. Da, hier waren wir auch schon mal. Sieht jetzt nett aus hier in der Abendstimmung. Aber diese komische Kneipe, ne? Mit diesem etwas merkwürdigen Wirt. So, guck mal hier. Satellitenfernsehen haben sie hier auch. Komm da rein. Hallo, ich will ins Fernsehen. Oh. Kommen wir direkt so rein. Gibt sogar fast sowas im Spiel hier, okay. Test, test. Hallo, hört mich jemand? Holt mich hier raus. Hallo. Scheiße, das Ding ist kaputt. Oh, ups. Entschuldigung, ich wollte hier hin, hat man mir gesagt. Rebecca. Was für ein glücklicher Zufall, dass Sie uns hier treffen. Ja, ich bin gerade vorbeigekommen. Hier ist unsere neue junge Hexe. Ich hatte einen Termin hier. Rebecca, ich arbeite im Rascheln der Fahne. Hast du dich schon an die Insel akklimatisieren können? Gesundheit. Ich bin überwältigt von der Großzügigkeit, die mir hier entgegengebracht wird, wenn ich lesen könnte. Wie fühlst du dich in deinem neuen Zuhause? Es sind einige Schichten darüber im Umlauf. Es ist sicher, als es scheint. Ich habe dort keine gefährliche Magie gespürt. Sollte ich mir Sorgen machen? Manche Leute hatten Angst, aber nur, weil sie nicht so viel über Magie wussten wie du. Ich möchte ihre Zweifel zerstreuen und nur sie warnen, wenn es etwas gibt, wovor man sie warnen muss. Es gibt nichts, wofür man sie fürchten muss, außer diese komische Katze. Würdest du dir einen Moment Zeit nehmen, um über das Geschehene zu sprechen? Ist das ein Interview werden? Okay, ja. Wohin bist du geflogen? Ich hatte ein Abschlussprojekt für mein Hexenstudium. Theoretisch hatte ich schon einen Platz ausgesucht. In der Praxis kann ich hier bleiben und dasselbe tun. Wir machen gerade unseren Bachelor anscheinend. Also wirst du bleiben, wie Miruta vorgeschlagen hat? Ich weiß von nichts. Wenn ich gehen möchte, brauche ich einen Transport. Wenn ich bleiben möchte, einen Kontakt. Ich habe Kontakte außerhalb der Insel, wenn du willst. Auch im Haus Schwarzdorn? Keine Ahnung, was das bedeutet. Da leider nein. Okay, ich werde dich nicht länger aufhalten. Wir haben uns gerade kennengelernt. Lass uns das nicht als Interview betrachten. Das Vorstellungsgespräch wird dich früher oder später einholen, nette Hexe. Wenn du mich suchst, werde ich mit etwas Glück am Radio sein. Huch. Wenn ich kein Glück habe, halte ich mich überall dort auf, wo etwas los ist. Nimm ein Willkommensgeschenk mit, jetzt am nützlichsten. Jetzt ist es am nützlichsten. Okay, später nicht, oder was? Okay, können wir den Kühlschrank hier öffnen? Nein, schade. Was ist noch was? Gibt es neue Gerüchte? Diesmal bin ich auf der Suche nach einer über Kristallkugeln. Ich brauche eine Kristallkugel. Suche nach Frita, sie bietet solche Dienste an. Mai, wofür wird es gebraucht? Die vorige Hexe hatte auch eine und sie hat ihr Wissen nicht geteilt. Kristallkugeln werden für die Kommunikation über große Entfernungen verwendet, solange das Handy noch nicht erfunden wurde. Und das ist interessant. Nun, wenn du zu Frita willst, gehe links am Eingang der Klinik vorbei, verlass die Stadt und nimm den Weg durch den Wald. Auf dem Weg dorthin kommt man am Heiligen Hain vorbei und nachdem man ihn passiert hat, sucht man auf der linken Seite nach einem Weg zu einer kleinen runden Hütte, die sich dort befindet, falls sie nicht weggelaufen ist. Okay, danke für den Tipp. Jo, nette Bude hier. Und hier singt ja dann irgendwelche Jingles ein oder was, okay. Hier gibt's auch ein Inselradio. Naja, das ist immer eine nette Idee. Okay, jo, ist schon dunkel. Wo wollte ich jetzt nochmal hin? Ach, hier steht dieser komische Archäologe. Raschelnde Farne heißt das. Aha. Wir müssen genau wie auf die andere Seite latschen. Naja, einfach die Brücke. Hier haben wir noch Angebote. Na, ich kann momentan eh nichts machen. Das ist auch wurscht. Ah ja, da sind wir hergekommen, ne, oder? Ah ja, okay. Jetzt auch einen offiziellen Weg hier weg. Ja, jetzt regt ihr euch nicht auf. Noch keine Panik. Wir springen nur hier ein bisschen rum. So. Und jetzt hier ist ein Café.
Wo war der Typ nochmal hier, ne? So, hier können wir den Hexenstall reparieren. Hexenstall ist eigentlich auch ein komischer Begriff. Das ist eigentlich der Stand. Das ist das Wirt. Okay. Wir brauchen noch 2 Holz. Mist. Jetzt habe ich 2 zu wenig hier mit. Und wir brauchen hier nur das... Ah, könnte noch 2 Holz kaufen hier. Ja komm, scheiß drauf. Weil ich jetzt wieder zurücklatsche. So, Hexenstall reparieren, obwohl es eigentlich kein Stall ist. Quest abgeschlossen. Reparatur des Ständers. Jetzt ist es ein Ständer, siehst du. Okay. Hier kann man die nochmal verbessern. Da brauchen wir allerdings andere Sachen noch. Traumessenz, wo kriege ich die hier? Hexenschuppen? Einen Brunnen kann man reparieren lassen für 6 Holz und 14 Steine. Okay. Kostet mich außerdem 57 Tacken. Okay. Das ist auch nicht gerade billig. Gut. Ist ja der Wucher hier. Machen wir mal ein bisschen wieder ab. Als ob Schneider. 750. Was sind wir denn hier? Ist ja Skandal. Gut, gehen wir mal wieder nach Hause. Lass uns hier nicht verlaufen. Ah, da sind wir ja schön. Alles schön beleuchtet. Na, ihr kleinen Morüben, lauft ihr hier rum? So. Ich will aber auch hier. Ich mache hier dauernd Investitionen, kriegt nichts raus. Ich habe da schon hier so ein Ding gegeben, oder? Was soll ich denn hier noch? Da wollen die was anderes haben. Ich will noch so ein Dingsbumsblümchen. Könnte das haben. Quack, quack. Okay. Quack, quack, quack. Dann gucken wir morgen mal, ob da was drin ist. So, ach, guck mal an. Hier ist es jetzt repariert. Hier haben wir jetzt eine Truhe. Aha. Dann sag ich verkaufen oder was? Wofür ist die dann? Ah, und hier können wir dann Sachen reinlegen, die wir verticken wollen. Okay, damit übrigens ein bisschen was. Verkauf von Artikeln am Verkaufsstand. Um Gegenstände zum Verkauf anzubieten, klicke auf blip am Stand und ziehe sie auf die Liste. Das Geld, das du verdienst, kannst du am nächsten Tag abholen, indem du auf blip auf die Spardose klickst. Ah, das ist, ja. Die tun das, die Leute sind ehrlich und tun das Geld einfach in die Spardose und das bleibt über Nacht stehen. Bei uns wird halt man den kompletten Stand samt Spardose schon geklaut. Und während du dabei stehst. Okay, zum Weitermachen der Taste betätigen. Also alles, was wir bauen, legen wir dann hier ab. Das wird dann einfach verkauft und wir können am nächsten Tag die Kohle einsammeln. Popularität. Aha. Der Umsatz hängt von deiner Beliebtheit bei den Einheimischen ab. Wenn du freundschaftliche Beziehungen zu ihnen aufbaust, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du am Stand ausgestalteten Artikel verkauft werden. Der Stand kann erweitert werden, um mehr Artikel auf einmal zu verkaufen. Okay, ist verständlich. Dann kriegen wir halt mehr Platz. Und wir brauchen einen besseren Ruf, dann kriegen wir auch bessere Aufträge. Das kennen wir auch, das System. Okay, gut. Oh, komm mal, langsamer. Ja, die Heier. Was haben wir hier? Post. Oh. Dein Rucksack war voll. Rebecca, danke für die Schokolade. Oh, danke. Wir haben Schokolade bekommen. Ah, das sind diese alten Dinger. Was bringt denn Schokolade? Stellt 15 Energie über 5 Sekunden wieder her. Ah, okay. Ja, ist jetzt nicht viel. Normalerweise stellt für mich jetzt Schokolade mehr Energie her als eine Wildschweinsuppe. Aber okay. Ist Geschmackssache. Unsere Katze eigentlich. Hat sich auch nicht mehr blicken lassen. So, dann machst du hier. Das habe ich. Dann muss ich hier noch den anderen Krempel reintun. Machen wir hier diese Kerzen da rein. Das Holz brauche ich ja wahrscheinlich. Und die Nägel brauche ich jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr. Holen wir das weg. Die Essenssachen, die 2 können wir mal drin lassen. So, dann brauche ich noch Lehm. So. Und die Morchel, wo war denn die Morchel? Wo war die Morchel hier? Morchel, Morchel, hier war die Morchel. Wir haben noch so ein Fischdings hier. Austernpilze. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas dann kochen können. Zu essen. Hier brauchen wir Eicheln und Bitterblatt. Hier brauchen wir irgendein Gemüse. Kräuter. Okay.
Arzneiengelswurz, den kenne ich noch gar nicht. Jetzt haben wir hier noch Fisch, Zwiebeln und Kartoffeln. Können wir einen Fischeintopf machen. Kekse, da brauchen wir Butter, Eier, Mehl, haben wir alles nicht. Und für ein Bauernomelett, ja, da brauchen wir Knoblauch, Zwiebeln, Öl und Eier. Das ist auch noch relativ viel Zeug. Ja gut, das ist alles eine eher langfristige Sache, so wie es aussieht, bis das dann fertig wird. So, dann können wir das hier machen. Und dann hier auf Braun klicken. Ach, wir brauchen noch Brennstoff. Ja, ist ja gut. Wie machen wir das mit dem Brennstoff? Da hier automatisch dazu oder wie? Und dann müssen wir das da reinlegen. Objekt verschieben? Nee, dann können wir das Feuer hier verschieben. Kannst nicht umziehen. Will doch gar nicht umziehen. Mist. Ja. Und man könnte natürlich woanders hinstellen. So. Kann aber nicht interagieren, ne? Macht nichts. Hm. Das Holz jetzt irgendwie. Doch alles drin, oder? Das Brennstoff für das Handwerk. Ja, wie füge ich den jetzt ein? Oder braucht er anderes Holz? Kann natürlich auch sein, dass er das hier braucht. So. Oh, ich habe es doch eben gewählt. So, nochmal. Was mache ich mit dem Holz dann? Hm. Tue ich das jetzt hin? Ach, das muss ich da drauflegen. Aber die Idee muss man auch erstmal kommen. Okay. So. Das wird jetzt hergestellt. Oder wie? Okay. Blub, 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 blub. Der kocht jetzt da fröhlich vor sich hin. Okay. Gut, dann können wir eigentlich pennen gehen. So, Zusammenfassung des Tages. Wir sind wieder beliebter geworden, warum auch immer. Wir haben die Huhn-Grippe-Saison ist jetzt. Okay. Das ist mir jetzt eher nicht so wichtig. Wir haben keine Huhnhühner. Oh, schöne Decke. Okay. Da sind wir wieder. Fröhlich wie jeden Tag. Ja. Fangen wir hier mal wieder an. Nehmen gar kein Licht an. Nein, so, wurscht. So, können wir das hier einsammeln jetzt oder wie? Haha! So. Dann haben wir jetzt hier den Pflanzenerweckungstrank. Den können wir dann für diese Mission mit dieser Blumenzüchterin dann benutzen. Gut, dann haben wir das auch. Dann wissen wir, wie das geht. So, dann müssten wir hier nochmal sehen, ob wir was zu essen hier kriegen. Ja, das Simpelste ist immer noch das hier. Da brauchen wir Bitterblatt und Eichel. Ne? Die werden wir noch draußen finden. Gut, gut. So. Ja, wir haben nichts zu verkaufen. Ach, das ist die kleine Kasse hier. Aha. Okay, da sieht man auch, wer was gekauft hat. So, haben die Kerlchen hier was jetzt drin oder nicht? Hm. Nö. Irgendwie nicht. Beliebte Geschenke sind Knoblauch, Käse oder Seegras. Die sind auch noch anspruchsvoll. Okay. Nein, dann eben nicht. So, was ist das hier? Ah, Eicheln. Gut, ich habe Hunger. Kann ich mir ein paar Eicheln sammeln? Mühsam ernährt sich das, die Hexe, wie man so sieht gerade. Hier mal morcheln. Ah. Da gar nicht mal so weit weg von der Bude hier. Ja, hier sind alles voller Pilze. Warum nicht auch morcheln, ne? Hier war auch übrigens den berühmten Farn. Warum das hier Farninsel heißt. Allerdings. Ich hätte jetzt gedacht, dass der ein bisschen mehr auftritt hier. Gut, gucken wir mal, was unser wunderbarer Garten macht. Wahnsinn. Hier ist wieder so ein Ding. Da müssen wir es mal ausbuddeln. Und diese Schädlinge hier raus. Würzige Wurzeln. Ja, wir buddeln es trotzdem weg. So, Heckenmaulwürfe sind das hier, die hier rumkrabbeln. So, die müssen wir immer noch gießen. Oh, bis das hier alles fertig ist. Ja.
Hier haben wir Wasser. Hier ist irgendwas weg. Hm, okay. Dann brauchten das dann noch Radieschen, Weizen, Zwiebeln. Okay, wir müssen den Gießkanal auffüllen. Eieiei, immer so viel zu tun hier. Husch, 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 husch. Gießkanne auffüllen, dieses, jenes. Flump. So, hoffentlich sind noch ein paar Fische oder Molche da drin, aber das ist halt Dünger. So. Hier haben wir gegossen. Hier kippen wir auch noch was drauf, großflächig. So, dann müsste ich jetzt alles gewesen sein. Hier noch. Okay. Jetzt gegossen, ja. Das dauert noch alles noch. Und wie wir dieses Bauerneintopfgericht machen können. Ist hier aber was drin? Zwiebel, Kraut. Nö, das kann nichts drin. Das ist einfach nur ein Erdhaufen, den wir die ganze Zeit gießen. Na gut. Dann müssen wir sehen, dass wir da noch was rein. Die Morscheln können wir da mal reinlegen. Und stecken die nicht? Nur zwei? Ja, ist ja blöd. Ja gut, dann ist das so. Dann nehmen wir hier die noch mit. Den Lehm können wir noch mal reinschmeißen. Das auch. Die Dinge. Ich bin hier eigentlich eine Seeigelmuschel. Mhm. Okay. Ich glaube, irgendwo noch sowas wie sie dieses... Das ist das Seegras. Genau, dann können wir das ja mal opfern. Diese kleinen komischen Viecherchen hier. Hier noch ein Amethyst, kann man schon nicht essen. Langwurzel. Hier habe ich noch eine. Langwurzel. Langwurzel, Seegras. So, was brauchen wir nochmal für das Gericht hier? Bitterblatt. Okay. Das hätten wir, aber ich brauche noch Bitterblatt. Gut, muss noch Bitterblatt finden. Dann können wir uns wenigstens was hinter die Kiemen nochmal schieben hier. So, hier sind nochmal Eicheln. Oder ist das hier? Ja. Und Bitterblatt hier werden wir hier auch noch wahrscheinlich irgendwo finden. Bitterblatt. Ja, haben wir gerade von gesprochen. Ja, aber eine neue Entdeckungsstufe. Oh mein Gott. Die eskalieren hier. Ist auch, was ist das? Das ist Unkraut. Faserunkraut. Langwurzel. Faserunkraut. Nehmen wir nochmal Bitterblatt. Jawohl, dann kann man ja noch doch noch was zu essen kriegen hier. Da ist wieder so ein kleines Krabbeltier. Hm. Der frisst uns wahrscheinlich die Sachen dann weg. Ups, da kommen diese komischen, wann immer die sind. Der krabbelt da rein. Hallo? Unverschämt. Kann ich das hier wegmachen? Naja, wir haben Kupfererz. Juhu, warum auch immer. Ja, mal sehen. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich gebrauchen können. So. Gut, dann machen wir jetzt uns nochmal zu essen. Dann pflanzen wir hier noch ein bisschen was. Naja, ein paar Tage, Wochen, Monate. Schauen wir mal. Lass mich rein, ich habe Hunger. So, ich muss noch was zu essen kriegen. So, dann können wir das hier machen. Die Delikatesse vom Wildschwein. So, wunderbar. Haben wir jetzt wenigstens was zu essen. Gut, gut. Ja, wenn wir hier noch weiter was brauen wollen, was hätten wir denn noch? Gar nichts. Was brauche ich für die Farm? Radieschen, rote Beete, ne, rote Beete und Fliegenpilze. Und, ja. Hm. Kraut können wir zwar anbauen, dauert aber ewig. Vielleicht kann man das auch irgendwo finden. Und Indigo-Reizkern kann man wahrscheinlich auch irgendwo finden. Wollte ich doch mal. Wo ist eigentlich unsere Katze abgeblieben? Die taucht überhaupt nicht mehr auf. Hm. Okay. Boah, hat seinen zugequatscht und jetzt ist er weg. Naja, so kennt man so Katzen halt. So, Seegras ist hier beliebt, ne? Gut. Geben wir das mal als Gabe.
sehen, ob sie jetzt hier damit zufrieden sind. Quack, quack. Merkwürdig. Okay, die haben ein paar interessante Ideen, von denen man auch noch nicht so ganz weiß, wofür die jetzt gut sind. Aber das werden wir noch rausfinden. Hier gibt es anscheinend auch noch so eine magische Ebene. Ja, auch ein bisschen an Wildy Flowers. Aber warum auch nicht? Hier sind wir noch ein bisschen anders gemacht. Ich bin mal gespannt, was wir noch so alles machen können. Und ja, die Wolken sehen echt besser aus. Und warum es hier fliegende Wale gibt, keine Ahnung. Aber ich bin mal gespannt. Ich sag mal, vom Aussehen der Figuren und NPCs, das ist noch ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Das ist nicht so ganz State of the Art, aber der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Wie so die Insel hier gemacht haben und Missionen hier und was mir jetzt alles entdecken kann, das scheint durchaus spannend zu sein. Ich bin jedenfalls mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe ihr auch und euch macht das hier irgendwie noch Spaß. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ja oder nein. Und ich würde nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da und vielleicht ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich gehe hier noch mal ein bisschen weiter mit meinem präventiven Spitzhacken. Moment, hier. Genau, mit unserer wunderbaren Kotelett-Axt. Und dann werden wir noch mal Bäume fällen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.